Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, alle Preisträgerinnen und Preisträger beschäftigen sich mit einem Thema, das verbindet sie, das ist Veränderung. Und es war eine Krise im Jahr 2008, wirtschaftlicher Natur, die in Europa eine soziale Krise zur Folge hatte. Zur Folge hatte, dass tausende Menschen in Europa arbeitslos wurden, in einigen Ländern sogar die Arbeitslosigkeit vor allem bei den Jungen, und das ist das Erschreckende, bei den unter 25-Jährigen Höhen von 50% und mehr erreicht haben. Aber das noch Erschreckendere ist, dass mehr als 10 Jahre nach dieser Wirtschaftskrise in vielen Ländern diese Arbeitslosigkeit in einigen Bereichen fast noch immer so hoch ist. Griechenland hat noch immer im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit Werte von über 40%. Das ist sehr, sehr hoch für Zeiten wie diese, für eigentlich eine erfolgreiche Wirtschaftsperiode, die wir gerade hinter uns haben. Und es ist noch erschreckender, wenn man sieht, wie groß die Kluft zwischen europäischen Ländern ist. Deutschland hat hier einstellig weitaus geringere Bereiche, das heißt mehr als 40% Unterschied in Werten, zum Beispiel hier bei der Arbeitslosigkeit. Wir haben eine große Schere, und Scheren, wenn sie sehr breit sind und wenn sie sehr groß auseinanderweichen, sind gefährlich. Das Wichtigste ist zu wissen, woher kommt das Ganze, was sind die Ursachen, wie können wir in Zukunft präventiv Vorkehrungen treffen, dass wir dieselben Entwicklungen nicht mehr erfahren. Es ist heute 10 Jahre nach der sogenannten größten Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren, dass wir eine ganz andere Krise vor Augen haben, nämlich die Klimakrise. Und hier ist es dem unermüdlichen Einsatz der Zivilgesellschaft, dem unermüdlichen Einsatz vieler mutiger Vordenkerinnen und Vordenker zu verdanken, auch der Jugend weltweit zu verdanken wie Fridays for Future, dass wir dieses Thema nicht nur diskutieren, sondern hoch auf der politischen Agenda mittlerweile haben. Kampf der Klimakrise, daran kann keine Partei oder sagen wir fast keine politische Partei weltweit mehr vorbei. Ich habe mich jetzt vor einigen Minuten mit Kate Raworth bilateral kurz unterhalten dürfen und habe gesagt, ich bin Ärztin und sie ist Ökonomin. Und nach 2 Minuten haben wir festgestellt, dass unsere Berufe sich ähnlicher sind, als sie auf ersten Blick vielleicht wirken und ausschauen. Aus meiner Arbeit als Medizinerin und Ärztin mit Patientinnen und Patienten kann ich Ihnen sagen, dass es mit einer Gesellschaft oft nicht viel anders ist wie mit einem menschlichen Körper, einem Organismus, dem Zusammenspiel der körperlichen Organe. Nämlich wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät, wenn eine Imbalance entsteht, die zu groß ist, dann wird der Körper anfällig, wird schwach und in Folge krank. So ist es, wenn Einkommen und Vermögen ungleich verteilt werden, wenn die Schere, die Einkommensschere, wie wir jetzt in den letzten Jahren immer mehr wieder auch auf europäischer Ebene beobachten müssen, zwischen geringen und hohen Einkommen wieder zu groß werden und die Unterschiede hier sich zu sehr vergrößern. Die Folgen sind nicht nur Armut, die Folgen sind vor allem eine steigende Polarisierung innerhalb einer Gesellschaft. Das hat zur Folge, dass wir als Gesellschaft nicht mehr daran arbeiten, gemeinsam, wie wir Zukunftsherausforderungen, gemeinsame Probleme lösen, dass wir uns zusammen hinter einer Lösung versammeln. So eine Gesellschaft, die polarisiert ist, wo die Unterschiede zu groß werden, ja, die beginnen mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Eine solche Gesellschaft ist geschwächt und sucht Schuldige für ihre Misserfolge und für Probleme, die sie hat. Und das musste die Menschheit in den letzten Jahrzehnten im Extremen während des Zweiten Weltkriegs schon leidvoll miterleben. Und wer das selbst und persönlich leidvoll miterleben musste, war der Namensgeber der heutigen Preisverleihung, Kurt Rothschild, der mit seiner Familie 1938 in die Schweiz und in der Folge nach Glasgow flüchten musste, vor den Gräuel des Naziregimes.
Aber nicht nur eine Gesellschaft ist vergleichbar mit einem Organismus, vielleicht ist es vielmehr noch für einen Planeten zutreffend, für Ökosysteme und die Natur. Es ist genau da, wenn vieles zu sehr ins Ungleichgewicht gerät, dann haben wir auch hier eine Imbalance, eine Schwächung und eine Krankheitsanfälligkeit. Heutzutage müssen wir, glaube ich, selbstkritisch eingestehen, dass unser Wohlstand, von dem wir in vielerlei Hinsicht profitieren, ja noch immer zu sehr auf Ausbeutung beruht, auf Ausbeutung unseres gemeinsamen Planeten, unserer gemeinsamen Lebenswelten. Die Folge dessen muss ich Ihnen nicht erklären, die können wir jeden Tag leidvoll in den Medien lesen und immer wieder in zugespitzterer Weise auch verfolgen. Es ist die immer zunehmendere Erderwärmung, die in vielen Teilen der Erde Naturkatastrophen und menschliches Leid nach sich zieht. Ja, wir müssen es sagen, die Uhr tickt, die Zeit drängt. Und es ist die Politik gefordert, es sind die Ökonomen und die Ökonominnen gefordert, Antworten auf diese immer größer werdende Herausforderung zu finden. Und Kate Raworth ist eine dieser Ökonominnen, die sich einem Ziel verschrieben hat, nämlich dem Ziel, einen Weg optimistischerweise aus dieser Krise, in der wir uns zweifelsohne befinden, zu finden, zu bahnen, einen Weg, der Wirtschaft, Ökonomie, Ökologie und soziale Grundrechte in sich vereint. Und aus Sicht der Sozialdemokratie kann dieser Weg eigentlich nur heißen, gerechtere Verteilung und gleichberechtigte Teilhabe. Kann nur heißen, schonender Umgang mit unseren Ressourcen und unserer gemeinsamen Natur. Aber dazu braucht es endlich ein radikales Umdenken, dazu braucht es eine gemeinsame Willensbildung und eine Veränderung, wie wir uns miteinander oder wie wir miteinander umgehen. Und für mich bedeutet Veränderung, vor allem in der Politik, auch aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Fehler der Politik in den letzten Jahren war sicher, nicht zu genau auf Kritikerinnen und kritische Stimmen im Allgemeinen zu genau gehört zu haben oder zu spät diese erst wahrgenommen zu haben. Denn die Finanzmärkte wurden erst reguliert, als die Systeme bereits zusammengebrochen waren und die sozialen Folgen nicht mehr zu stoppen waren. Ja, Millionen Menschen waren damals schon in Arbeitslosigkeit und die Armut war vorprogrammiert. Und die Klimakrise wird jetzt erst angegangen, nachdem die globale Erwärmung schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist, die Gletscher schon sehr viele Meter abgeschmolzen sind und bereits Millionen Menschen auf der Flucht vor Überwärmung und Folgen des Klimawandels sind. Es muss daher unser gemeinsames Ziel sein, in Zukunft nicht länger negativen Entwicklungen unserer Zeit nachzulaufen, versuchen reaktiv Lösungen zu finden, weil man wird immer hinterher laufen, weil die Veränderungen immer schneller sind als die Lösung danach. Politik muss den Anspruch haben und gerade sozialdemokratische Politik muss den Anspruch haben, vorausschauend zu agieren, zu antizipieren, die Zukunft zu begreifen, bevor sie uns überrollt in ihrer Konsequenz. Versuchen, Zukunft bereits heute zu denken, zu entscheiden und mitzugestalten. Wir wollen das in der Sozialdemokratie in Österreich, in sogenannten Zukunftslabors unter anderem gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, gemeinsam mit innovativen Vordenkerinnen und Vordenkern, wie zum Beispiel die heute ausgezeichneten Preisträgerinnen und Preisträger des Rothschild-Preises machen. Wir wollen mit ihnen über den Tellerrand der Gegenwart hinausblicken, über den Tellerrand vielleicht des politisch Korrekten hinausschauen, etwas wagen, experimentieren und den Blick weit nach vorne richten. Ja, um für unsere Kinder und auch für unsere Enkelkinder ein besseres Leben in der Zukunft zu schaffen und dafür heute und nicht erst morgen den Grundstein zu schaffen. Unter anderem mit einem Wirtschaftssystem. Mit einem Wirtschaftssystem, das nicht mehr laufend nur ein Mehr an sozialer Ungleichheit in Folge produziert, in dem wirtschaftlicher Fortschritt kein Gegensatz ist zu Nachhaltigkeit und Ökologie. Mit dem Kurt-Rothschild-Preis wollen wir eben diese Vordenkerinnen und Vordenker, die wir gemeinsam
jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gerne an unserer Seite wissen würden, vor den Vorhang bitten. Wir wollen Sie, Ihre Ideen und Ihre Debatte dazu quasi auf die Bühne in die Gesellschaft bitten. Wir wollen Ihnen zuhören, wir wollen Sie verstehen, wir wollen Sie begreifen. Und wir wollen Sie heute vor allem eines machen, Ihnen danken, Sie auszeichnen dafür, dass Sie die Arbeit erstens geleistet haben und den Mut haben, althergebrachtes, eingefahrene Pfade zu verlassen, altes, neu und anders zu denken als Mainstream. Mainstream einfach beiseite zu lassen und zu sagen, kreieren wir Mainstream, aber einen anderen, der vielleicht nachhaltiger ist als der bisherige oder zeitgemäßer und zukunftsorientierter. Sie machen das stets mit einem beharrlichen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Sie alle zeichnet die Wissenschaftlichkeit aus. Sie machen das aber auch mit einem großen Anspruch an Mitmenschlichkeit in Ihren Arbeiten. Und dafür sage ich danke und sagen wir danke und ich wünsche uns allen einen schönen Abend und gratuliere Ihnen allen.